Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was für eine Frage. Wem gehört der Garten? Ich glaube, es gibt kaum etwas, wo Herr und Frau Schweizer weniger Spass verstehen, als wenn man das in Frage stellt. Jeden Samstag hört man in den Einfamilienhäuslerquartieren oder in den Schrebergärten, wie mehrheitlich männliche Artgenossen ziemlich laut das Territorium markieren. Es wird putzt und gemäht und gejettet. Ein Garten ist im Grunde genommen das Gegenteil von der Natur. Der Mensch will sagen haben, was wächst und wie. Schnecken hat es natürlich auch drin, aber die gehören einfach zum Salat. Damit man schließlich auch ernten kann, was man mit viel Liebe und viel Arbeit angepflanzt hat. Dass ihr Gartenrevier auch noch mit anderen Lebewesen teilen müsst, das gefällt den menschlichen Territoriumsbesitzer im Allgemeinen gar nicht. Aber um genau die anderen Gartenbewohner geht es in der heutigen Sendung. Und zwar mit Aufnahmen, die sie wahrscheinlich so noch nie gesehen haben. Das zeigt uns ein junger Tierfilmer, der erst 20 Jahre alt ist, der mit uns zusammengeschafft hat. Das Netz Naturteam kennt ihn seit 3 Jahren. Die Geschichte von einem Nachwuchstalent. In einem molerischen Dorf im Zürcher Wieland hat es einen wilden Garten, wo der junge Filmer Jonas Frey seit 3 Jahren mit unglaublicher Geduld und Faszination auf Expedition geht mit der Kamera. Liebesdramen bei den Spinnen. Einfach Sex von Rüsselkäfer. Kleine Tiere, die sich zum Fressen gern haben. Symbolisch. Oder wörtlich. Fast alles, was hier kreucht und fleucht, hat Jonas Frey dokumentiert. Und wir bringen das heute im Grossformat in die Stube. Der Flower Power vom Rosenkäfer. Oder die kurlige Erscheinung von einer Skorpionsfliege. Fremde Wesen von einem anderen Planet, die bei uns im Garten leben. Wenn man genau anschaut, enthüllt uns die Kamera eine Schönheit, die man nie erwartet hat. Eine mit weichem Kern und harter Schale. Oder ein interstachliges Wesen. Schalen und Stacheln schützen gegen Wind. Wer nicht so geschützt ist, muss halt besonders auf der Hut sein mit den Fühlern. Vor allem, wenn man unbeliebt ist wie der Dickmaulrüssler. Oder wie die Raupen von den Buchsbaumzünsler. Oder verhasst wie die Gartenschnecken. Der Jonas Frey hat mit der Kamera hier näher angeschaut. Zur Faszination von seinen Bildern gibt es auch eine Geschichte zu allen diesen Tieren. Geschichten, die zu denken geben. Seine ersten Aufnahmen im Garten hat Jonas Frey für eine Jugendfilmaktion von Netz Natur gedreht, 2009 mit 17 Jahren. Im Interview von dortmals sagt er, warum er mitgemacht hat. Einerseits einfach, weil ich Spass habe am Filmen und genauso am Computer. Und so Computertechnik und so. Es macht mir einfach Spass, diese Sachen auch zu schneiden. Ich meine, das Thema, das ich hier anschneide, das sind nicht irgendwelche herzige Vögel, die man anhüpfen, sondern irgendwelche widerliche Insekten. Und, es kommt halt darauf an, ob das dann auch wirklich als interessant erachtet wird. Auf der Redaktion haben wir an den Bildern gleich gesehen, dass der junge Mann Talent hat. Wir haben beschlossen, ihm eine Chance zu geben und haben ihn beauftragt, weiterzufilmen. Bei diesen widerlichen Insekten hat der Jonas Frey mit seiner Kamera unterdessen einen Haufen Geschichten entdeckt, die so spannend sind wie ein Krimi. Zum Beispiel Geschichten um Gift.
Verstaunlicherweise setzen nämlich in den Gärten nicht nur die Menschen einen Haufen Gift ein, sondern auch die Tiere, die dort leben. Und wo es Gift gibt, gibt es auch immer Opfer. Es gibt ein Heupferd im Frühsommer, eine junge Larve im Hochsommer erwachsen. Es ist selten geworden wegen den Insektiziden vom Mensch. Und um sich zu schützen vor den Finden in der Natur, hat es nur die Tarnung oder seine Sprungbeine. Die Kreuzspinne als gefräßige Xanthippe. Ein viel kleineres Männchen macht sich an sie an. Die Paarungszeit ist am Ende des Sommers. Das hier ist für das Männchen lebensgefährlich und hängt davon ab, wie diplomatisch das es ist. Das Männchen zupft am Netz und signalisiert, dass es keine Beute ist, sondern in amoröser Absicht kommt. Doch sehr erfolgreich scheint das nicht. Sie hat kein Interesse. Und jetzt holt sie sogar das Netz ein. Für das Männchen wird es jetzt brenzlig, doch es hat keine Chance. Man verlangsamt, was in Sekundenbruchteil abgeht. Schwupps, und schon hat das Weibli das Männchen an seinem Faden geschnappt und beißt es mit einem Gift bis zu tot. Dann wird es genüsslich verspeisen. Wahrscheinlich hat sich das Weibli schon verpaart und investiert die Männchen-Mahlzeit wenigstens in die Produktion von Eiern. Im nächsten Frühling kommen ein Haufen kleine Spinnen aus einem Kokon, den die Mütter im Herbst noch gesponnen haben. Dann sind sie gestorben. Und so holt sich eine Streckerspinne, so ein Winzling. Aber bei dieser Menge sind die Verluste schon eingeplant und sie müssen auch sein. Die Natur regelt das bestens. Gleich verteilen sich die kleinen Spinnen in alle Himmelsrichtungen. Über 2 Jahre wachsen die Weibchen von der Gartenkreuzspinne und bauen ihre Netze, dort, wo Insekten durchfliegen. Fast jeden Tag ein frisches Netz. Der Bauplan ist im Erbgut programmiert und so entsteht in 3/4 Stunde die seidig Falle. Fliegt ein Insekt ins Netz, wird es in die Zeiden eingepackt und durch ein Gift bis tötet und verspeisen. Gifteinsatz gibt es auch bei einem anderen Insekt im Garten. Diesmal sind Spinnen die Opfer. Die hier lebt zwar noch, doch sie ist gelähmt und kann sich nicht mehr bewegen. Sie ist von einem Wegwespe gestochen, der hier eine Höhle baut im Sand zwischen den Pflastersteinen vom Weg. Wenn das Loch tief genug ist, holt das Wespe die Spinnen. Eine andere Art mit einer Spinne. Sie steckt die Spinne ins Loch und legt dort ihre Eier rein. Gelähmt bleiben die Spinnen frisch, bis sie von der Wespelarven gefressen werden. Das Wegwespe macht dann die Höhle zu. Und weil es andere Arten gibt, die die Beute klauen könnten, verwischt es sorgfältig jede Spur vom Graben. Wegwespe stechen keine Menschen und leben allein, im Gegensatz zu den sozialen Wespen. Das Feldwespe besucht die Blüten und versorgt sich so mit Nektar. Auch das Witterli, ein Schmetterling, ist einer der vielen Blütenbesucher. Für sich selber nehmen die sozialen Wespen Pflanzennahrung auf. Sie sind aber auch Jäger von Insekten. Das macht hier gerade ein Päckchen aus der Flugmuskulatur von einem grossen Falter, der es vorher gefangen hat, und dreht das Protein zum Nest, um die Larven zu füttern damit.
Im Dach vom deckten Sitzplatz haben die Feldwespe ihr glockenförmiges Nest. Ein paar Wächterinnen hielten es, andere sind auf Sammeltour. Wespe fangen im Sommer mehr Insekten als alle Vögel zusammen. In der Wabe sitzen die Larven, die die Arbeiterinnen mit erbeuteten Insekten mit Eiweiß aufziehen. Die ganz links spielt mit dem Flügelventilator, wenn es unter dem Holzdach zu heiß wird. Wespen haben massive Käfer zum Holz verraspeln für den Bau vom Nest und auch zum gefangenen Insekten auseinandernehmen. Und wer hat schon bei der ganzen Hysterie, die um die Wespe gemacht wird, einmal zugeschaut, wie sich eins putzt? Ein Haufen Gärtner werden auch hysterisch, wenn es um andere Insekten geht. Um die Blattläuse. Vor allem, wenn sie massenweise wie hier an die Pflanzen saugen. Die drei gelben Dinge, die hinten raus schauen, sind Junge, die gerade geboren werden. Blattläuse vermehren sich im Sommer meistens ohne Männchen. Es gibt einen Haufen Arten. An denen hier haben die Ameisen Interesse. Der Jonas Frey hat hier gewünscht, wie Ameisen Blattläuse mit den Fühlern animieren, dass sie ein Tröpfchen Zuckersaft absondern, den sie dann gerne aufnehmen. Die Blattläuse saugen so viel Pflanzensaft, dass sie hinten rausrennen. Der tropft ab, manchmal auch auf Autos, die unter den Bäumen stehen. Hier aber wird er dankbar aufgenommen. Wo Blattläuse massenhaft auftreten, sind auch ihre Finden nicht weit. Marienkäferle. Dort, mitten in den Läusen, die gelben Kapseln, das sind Eier. Mit unendlicher Geduld hat Jonas Frey gefilmt, wie dort die Larven schlüpfen. Auch bei Marienkäferle scheint es zu gelten, dass aller Anfang schwer ist. Kaum draussen gehen sie schon auf die Jagd auf Blattläuse. Es hat so viel, da kann man wählerisch sein. Die eine Laus lässt sogar ein Zuckertröpfchen raus, weil sie meint, eine Ameise sei gekommen. Die Larven von diesem Marienkäfer häuten sich dreimal. Sie fressen bis zum Puppenstadium über 1000 Blattläuse. Eine spezielle Wachsschicht schützt sie vor den Ameisen, die ihre Blattlaushärten überwachen. So kann die Ameise eine Käferlarve nur verjagen, aber nicht verletzen. Nach etwa 2 Wochen und über 1000 Blattläuse wird Marienkäferlarve dann zur Puppe. Es geht dann noch mal eine Woche, bis der fertige Käfer schlüpft. Der ist zuerst weich und hell und ohne Punkte. Im Garten von Jonas Frey gibt es nur asiatische Marienkäfer. Die werden im Ausland für die biologische Bekämpfung der Blattläuse eingesetzt. In der Schweiz sind sie verboten. Seit 2001 breiten sie sich aber aus in ganz Europa und haben auch in der Schweiz die einheimischen Arten schon an vielen Orten verdrängt. Sie gelten als besonders gefräßig und fressen nicht nur Blattläuse, sondern auch ihre Konkurrenten. Im Allgemeinen haben sie 19 Punkte, sie können aber auch ganz anders aussehen. Sie sind sehr vermehrungsfreudig und können lästig werden, wenn sie im Winter in Schwärmen in die Häuser kommen. Neben den roten mit den 19 schwarzen Punkten gibt es auch schwarze Asiaten mit grossen roten Flecken. Sie sind eines der Beispiele, die die Landwirtschaft in die Welt gesetzt hat und wo außer Kontrolle geraten ist. Alle Konsequenzen auf die einheimische Natur, die kennt man noch nicht. Und sie ist nicht der einzige Fall. Zum einheimischen Marienkäferle vor die Kamera bekommen, ist der Jonas Frey in die Forschungsanstalt Agroskop im Regenholz bei Zürich. Der Entomolog Christian Schwitzer hält hier Blattläuse und Marienkäferle für seine Ausstellung von Insekten. Er hilft dem jungen Filmer. Der einheimische 7-Punkt-Marienkäfer hat hier Appetit. Ein kleiner Einblick ins Making-of von der Reise in den Mikrokosmos der Krabbeltiere.
da lassen sich die Blattläuse fallen, wenn sie merken, dass der Find auftaucht. Aus dem Labor zurück in den Garten. Dort geht es gegen oben. Die Nachtkerzen entfalten ihre Blüten. Im Zeitraffer ist das spektakulär. Die Blüten duften wunderbar im Dunkeln und locken so Insekten an. Nachtfalter können hier Nektar holen. Am oben hat der Jonas Frey auf ganz bestimmte Falter abgesehen. Auf der berüchtigten Buchsbaumzünsler, da schlüpft er aus der Puppenhülle. Ein Nachtfalter, der für Schlagzeilen sorgt. Nach dem Schlüpfen paart er sich und da filmt Jonas Freie Weibli bei der Eiablage auf einem Blatt vom Buchs. Erst kürzlich ist ein Nachtfalter mit Gartenpflanzen, die aus China gekommen sind, eingeschleppt worden. 2007 hat man ihn das erste Mal in Basel festgestellt. 2009 war er schon in Zürich. Die Raupen, die aus den Eiern schlüpfen, machen grosse Schäden an den Buchsbäumen und den Sträuchern. Sie spinnen feine Fäden, seilen sich auf und ab. Sechs oder sieben Raupenstadien durchläuft der Falter, bis er sich verpuppt. Zwei oder gar drei Generationen schafft er so in einem Sommer. Zum Fressen spinnen sich die Raupen ein, um besser geschützt zu sein. Nacht im Filmlicht sieht man die Leimtröpfchen, die das Gespinst zusammenheben, besonders gut. Die Raupen fressen Tag und Nacht, zuerst die Blätter der Büsche, dann die Rinden. Buchs enthalten Giftstoff. Mit dem Fressen der Pflanze werden auch die Raupen giftig. So haben sie kaum Find. Vögel zum Beispiel fressen keine Buchsbaumzünslerraupen. Nach 2 bis 4 Wochen spinnt sich das letzte Raupenstadium völlig ein. Dann verpuppt sich die Raupe für etwa eine Woche und aus dieser Puppe schlüpft wieder ein Falter, der sich dann paart und wieder Eier legt. Der Falter hat in Deutschland und der Schweiz schon grosse Buchsbestände vernichtet. Auch im Garten, wo der Jonas filmt, hat der Buchsbaumzünsler die Sträuche befallen. Nach alter Tradition von Bauerngärten haben sie Freis mit einer kleinen Buchshecke den Kräutergarten abgrenzt, wo sie drin die Küchenkräuter ziehen. Raupen sind für einen Haufen Vögel wie die Blaumeise zum Aufziehen der Jungen absolut entscheidend. Aber für die vom Buchsbaumzündler haben sie kein Interesse, weil sie giftig sind. Sie interessieren sich zum Beispiel für die Raupen der Miniermotten in einem Rosskästenblatt. Geschickt holen die Meisen die Motten aus den Blättern. Doch natürlich fressen die Vögel lange nicht alle. Und das ist der Schmetterling, der schließlich aus dem Gang vom Blatt schlüpft. Weil die Raupen vom Buchsbaumzünsler giftig sind wie die Pflanzen, die sie fressen, haben sie also praktisch keine Find. Das haben uns auch die Spezialisten gesagt, die uns beraten haben bei dieser Sendung. Doch hat Jonas Frey eine kleine Sensation gefilmt, die sogar die Spezialisten überrascht hat.
Eiraupe lässt sich fallen und haut so vor dem Wespi ab. Aber ein anderer wird gepackt. Das hat man bis jetzt nicht gewusst. Wenigstens Ei findet, haben sie also. Wenn man die Buchsbüsche mit Kontaktinsektizid gegen die Zünsler spritzt, wie allgemein empfohlen wird, dann leiden auch die Wespen und die anderen Insekten darunter. So ungern, dass man Wespen sieht, weil sie ab und zu an Menschen stechen, so wichtig sind sie doch, um andere Insektenarten unter Kontrolle zu halten. Aber nicht nur fremde Tierarten können in Gärten ein Problem sein. In vielen Gärten wachsen Pflanzen aus der ganzen Welt. Sonnenblumen aus Amerika, Herbstanemonen, die aus China kommen, Nachtkerzen und Herbstastern, beide aus Nordamerika. Und aus Mexiko, die Tagetes, der Schmetterlingsflieder aus China oder die kanadische Goldrute aus Nordamerika. Alle diese Pflanzen hat man in den Gärten angepflanzt. Nur gibt es heute ein paar von denen nicht nur in den Gärten. Zum Teil über einen Kot von Vögeln oder andere Verbreitungswege von Summen oder auch wenn Menschen leichtsinnig den Gartenabfall einfach so im Wald entsorgen. Tatsache ist, ein Haufen fremde Arten haben sich heute im Freien etabliert und können für die einheimische Biodiversität recht problematisch werden. Zum Beispiel hier im Wald bei Zollikon bei Zürich. Das immergrüne Geissblatt, ein Gartengewächs, das ursprünglich in Asien daheim ist und das sich hier wahrscheinlich aus Gartenabfällen im Wald ausbreitet und alles überwuchert. Licht kommt nicht mehr an den Boden und das Eichhörnchen hat Mühe, an die Nüsse von Haselstuden heranzukommen. Den Fluss entlang, wie an der Tour, ist das riesige Springkraut aus Gärten in die Natur abgehauen. Diese Pflanze stammt aus Indien und ist vor mehr als 100 Jahren als Gartenpflanze nach Europa gekommen. Heute wuchert sie überall. Der Imker ist das recht, denn sie hat bis spät im Sommer Blüten. Der Japan-Knödrich kommt aus Ostasien und ist sogar vor mehr als 100 Jahren im Wald mit Absicht angepflanzt worden. Auch er ist attraktiv für die Bienen. Und die kanadische Goldrute wird heute grossflächig zum Problem. In der Thurauen sind den ganzen Sommer 6 Zivildienstler damit beschäftigt, die sogenannten Neophyten auszurissen und so unter Kontrolle zu behalten. Dass diese Aktion ganz legal im Sinn der Natur ist, haben nicht alle begriffen. Auch das riesige Springkraut wuchert massiv. So sieht es heute aus. Und so hat es vorher ausgesehen. In einem Pilotprojekt probiert man, 10 Hektar vom Wald ganz vom Springkraut zu befreien. 80 Zivildienstler sind hier im Einsatz gestanden. Alle 3 Wochen gibt es eine Nachkontrolle, einen unglaublichen Aufwand. Man will schauen, ob man so die Pflanzen wieder ganz wegkriegt. Doch wenn man nur eine Pflanze übersät, ist der ganze Aufwand gleich wieder für die Katze. Also ursprüngliche Zierpflanzen, die aus Gärten abgehauen sind, das riesige Springkraut, der Japan-Knödrich, der hier in einem Wald an der Tour im Zürichbiet wie wild wuchern, sind Fälle, wo sich die Leute eigentlich gar nichts Böses dabei gedacht haben. Sie haben einfach damit ihren Garten verschönern. Die Pflanzen, die sind dann wirklich außer Kontrolle geraten, haben die einheimischen Arten zurückgedrängt, weil es eben keine Krankheiten oder Insekten gibt, die sie kontrollieren, wie das bei einheimischen Arten der Fall ist. Und diese Gefahr, die muss man auch berücksichtigen bei Nutzpflanzen. Denn wenn man neue Sorten durch Züchtung kreiert oder durch Gentechnologie, auch die können außer Kontrolle geraten, wild anwuchern und damit die einheimische Biodiversität gefährden.
Unkontrolliert vermehren die sich aber nicht nur Pflanzen, sondern ab und zu auch Tiere. Zum Beispiel solche, die sich an den Dagetes oder im Salatbeet besonders wohl fühlen und die Gartenbesitzer ganz besonders auf der Latte haben. Durch einen Sommertag, wenn es warm und trocken ist, schlafen sie im Schatten. Im Gegensatz zu uns und vielen anderen sagt ein blauer Himmel und viel Sonne überhaupt nicht zu. Aber bekanntlich scheint die Sonne nicht immer. Jetzt werden alle Geister munter, die gerne im Vierten unterwegs sind, die Asseln. Oder die Schnecken. Sie warten ab, bis die Gröbste vorbei ist. Aber dann geht's los. Langsam, aber sicher. Kaum etwas ist sicher vor den fleischig weichen Lippen und der harten Raspelzunge. Sei es Basilikum, Salat, Tagetes. Der Garten gehört jetzt rein. Es sei denn, man schützt das, was der Mensch für sich beansprucht, mit viel Aufwand. Oder grausam bequem, auch mit viel weniger. Schneckenkörner. Bei gewissen ist der Wirkstoff gleich wie in Metatabletten zum Feuer anzünden. Die Körner ziehen die Schnecken magisch an. Doch sie sind nicht nur für Schnecken giftig. Das Metalldehyd, das drin ist, tötet auch eine Maus. Schon 70 Milligramm können den Tod bedeuten. Und für ein Kleinkind sind schon 40 Gramm Schneckenkörner lebensgefährlich. Bitterstoff sollen dafür sorgen, dass nur die Schnecken die Körner fressen. Aber das ist kein absoluter Schutz. Noch vor ein paar Jahren konnte man am Einsatz von Schneckenkörnern unterscheiden, ob sich jemand als Naturgärtner versteht oder lieber seine Garten nach strikten Ordnungsprinzipien und einer radikalen Schädlingsbekämpfung bewirtschaftet. Man muss zugeben, das Problem der Schnecken in den Gärten ist nicht einfacher geworden. Die Hersteller von Schneckenkörnern, die den Wirkstoff Metalldehyd enthalten, zusammen mit Wissenschaftlern, die das untersucht haben, sind nicht müde geworden, zu bestätigen, dass die Metalldehyd-Schneckenkörner für sogenannte Nützlinge, für Regenwürmer oder für Laufkäfer, aber auch vor allem für Igel nicht schädlich seien. Und auf der anderen Seite hat es immer wieder Betreuerinnen von Igelstationen gegeben, die sich darüber beklagt haben, dass Igel gebracht werden, die eben durch Schneckenkörner vergiftet seien. Eine hochemotionale Diskussion. Seit ein paar Jahren gibt es einen weiteren Wirkstoff, sogenannten Isotreiphosphat, der gegen andere Tiere als Schnecken so harmlos soll sein, dass er sogar im Biolandbau erlaubt ist. Gartenfreunde, die sich auch als Tierfreund bezeichnen, die gehen am raus, sammeln die Schnecken auf, gegen oben oder nach einem Regenguss und tragen sie dann in den Wald raus, um sie dort freilassen, damit sie sie nicht töten müssen. Das gibt Probleme für die Schneckenarten, die im Wald leben, denn sie sind an die gefährliche Konkurrenz aus den Gärten nicht angepasst und werden zum Teil dort verdrängt. Also sollte man Schnecken aus den Gärten wirklich nicht in der Natur freilassen. Und es kommt jetzt etwas, das ich in einer Naturtour-Sendung sehr ungern sage. Man muss die Gartenschnecken wirklich töten. Und natürlich auf eine Art und Weise, dass sie nicht leiden dabei. Besonders hartgesottene Tiere schmeissen die Schnecken in kochiges Wasser. So sind sie durch einen Hitzeschock sofort tot. Aber das gibt ein Geschäum und das stinkt. Ein bisschen einfacher ist, sie in eine Büchse zu tun und ein paar Stunden in den Tiefkühler zu stellen. Die Kälte, die fährt die Lebensfunktionen dieser Tiere langsam ab und schließlich verfrieren sie, ähnlich wie wenn sie sich im Winter nicht tief genug im Boden eingraben. Das Verschnetzeln von Schnecken, das Bestreuen mit Salz oder das Versüffen im Bier, das sind alles Methoden, die aus tierschützerischer Sicht abgelehnt werden müssen.
warum dass man Schnecken nicht soll in die Natur rausbringen soll und auch, warum man auch harmlose Schneckenkörner nicht soll einsetzen im Interesse der Natur, das hat der Jonas Frey für Netz Natur an einer besonderen Adresse in Liestal erfahren. Christoph Ober ist Schneckenspezialist und arbeitet auch für das Naturhistorische Museum Basel. Er zeigt dem Jonas Frey, dass man die Schneckenblock von heute noch vor 60 Jahren so nicht kennt hat, mit einem alten Buch über Garten und Ackerbau. Also hier ist das Buch. Und in diesem ganzen Buch hat es im Gesamten 8 Sätze über Schnecken. Ja. Es ist hier die Ackerschnecken erwähnt. Es gab keine grossen Probleme. Sie hat angefressen, aber sie hat nicht wie heute die Pflanze zerstört. Die hellen Ackerschnecken und die schwarzen oder roten Gartenschnecken waren damals die Übeltäter, wo man im Zweiten Weltkrieg überall Gärten angelegt hat, damit man zu essen hatte. Durch das grosse Loch in seiner Seite schnauft der Schneck. Massen von Schnecken, wenn man sie heute kennt, die ganze Beete verwüsten, sind relativ neu. Es ist eine fremde Schneckenart, die den einheimischen Wegschnecken verblüffend ähnlich sieht, die wahrscheinlich in den 1960er Jahren durch einen Gartenhandel und mit Landwirtschaftsprodukten aus Südwesteuropa eingeschleppt worden ist. Darum sagt man der spanische Wegschneck. Die fremde Spezies frisst alles, auch tote Artgenossen. Und obwohl ein Haufen Leute so Schnecken grusig finden, haben ihre Bewegungen beschleunigt, eine gewisse Eleganz und wirken wie ein Schneckentanz. Der spanische Wegschneck ist bei uns extrem erfolgreich. Er hält die Trockenperiode besser aus, kommt problemlos über Flächen wie Strassen und vermehrt sich wie verrückt im Klima, was deutlich feuchter ist, als wo er herkommt. Die ökologische Fitness führt dazu, dass er den einheimischen Schnecken überlegen ist und offenbar eine Haufen Arten schon verdrängt hat, auch in den Gärten. Diesmal ist es ein Tier, das wegen Mensch zur Plog wird. Das Liebesspiel von diesen anpassungsfähigen Schnecken. Die Gartenarbeit, die einheimische Pflanzen reduziert, man sagt dem Jetten, fördert sie und benachteiligt einheimische Tiere. Vor allem Häuschen-Schnecken kommen unter Druck. Auch wegen der Schneckenkörner, die immer häufiger gegen die Schneckenblock zum Einsatz kommen. Einheimische Arten sind heute selten. Also das ist der Reichtum, den wir hatten, ja, vor den Nacktschnecken. All diese Formen hat es in unzähligen Varianten in diesen Gärten, in diesem Kulturland gegeben. Aber dieser Reichtum hier, der ist auf kleinste und kleinste Plätze zusammen geschrumpft. Also es ist eine fantastische Welt gesehen. Im Naturgarten von Jonas haben Schneckenkörner nichts verloren. Dafür gibt es noch Überbleibsel von der alten Vielfalt. Zum Beispiel Weinbergschnecken, die abgestorbene Teile von einer Pflanze fressen. Aufräumen von totem Material ist in der Natur eine Aufgabe der Schnecken. Vor 20 Jahren habe ich in der Kulturlandschaft vom Rintel für Netz Natur die Paarung der Weinbergschnecken gefilmt. Obwohl die Schnecken Zwitter sind, gibt es keine Selbstbefruchtung, sondern sie paaren sich. Sie schmiegen sich aneinander und schießen dann aus einer hellen Warze unter den Fühler vom Schneck hinten einen kleinen Liebespfeil, der jetzt als feiner Faden sichtbar ist, in Partner zum Stimulieren. Das Liebesspiel wird immer intensiver und wenn die Schnecken dann so weit sind, stülpen beide Tiere einen imposanten, hellen Penis aus. Der ist für jede Art verschieden und muss passen, damit das Ganze funktioniert. So werden Spermien für die Befruchtung übertragen.
Auf dem Kiesweg im Naturgarten von Jonas sucht der Weinbergschneck 4 bis 6 Wochen nach der Paarung nach einer Stelle für die Eiablage. Langsam dreht er sich in den Boden. Haben Sie das schon mal gesehen? Jonas seine Bilder enthüllen immer wieder Neues. Wenn man das Video beschleunigt, sieht man besser, was passiert. Wenn das Loch tief genug ist, legt der Schneck 40 bis 60 Eier ab. Nach rund 2 Wochen, ohne dass das jemand merkt, schlüpfen die kleinen Schneckli. Sie sind 3 mm groß und man sieht durch sie durch. Man sieht, wie das Herz schlägt. Als erstes fressen sie die Schalen von den Eiern, um den Kalk fürs eigene Häuschen aufzunehmen, das noch weich ist. Wenn sie ein bisschen grösser sind, wogen sie sich dann an die Oberfläche in ein gefährliches Leben. Die Winzlinge haben einen Haufen Find und nur ein Bruchteil von ihnen schafft es bis zum grossen Schneck. Im Naturgarten gut schaut, entdeckt so kleine Wunder sogar auf einem ganz normalen Kiesweg. Die Häuschenschnecken fressen nicht nur am Salat, sondern auch Algen oder Flechten von den feuchten Steinen. Im Garten hat es einen Haufen Bänderschnecken, die mit dem Weinbergschneck verwandt sind, aber sie sind kleiner. Und sie haben einen Find, der Gift gegen sie einsetzt. Der länglich borstige Kerl, der hier ein Bänderschneckenhäuschen mit einem eingezogenen Schneck drin umstemmt, hat Jonas Frey zuerst Rätsel aufgegeben. Was macht das komische Tier? Offenbar probiert es, den Schneck mitsamt dem Haus zu verschieben. Was steckt da dahinter? In diesem Garten gibt es immer wieder neue Geheimnisse zu lüften. Der Jonas geht jetzt über die Bücher. Die Videoaufnahmen sind hier hilfreich. Voilà, da ist er, der Schneckenhauskäfer, hier auf dem Foto bei der Paarung. Das schwarze Männchen oben, das deutlich grösser Weibchen unten, der so sicher nicht fliegen kann. Und dort die Larven auf einem Schneckenhäuschen. Der neue Kosmos Insektenvierer zeigt, warum die Larven Schnecken jagt. Die Larven erlegt den Schneck und frisst ihn dann im Häuschen auf. Diese Bilder wecken auch der Ehrgeiz. Das Jagdverhalten der Larven will der Jonas filmen. Ist eine auf der Jagd. Und hier ein mögliches Opfer. Die Käferlarve stößt auf die Schleimspur, wo der Schneck vorher durch ist. Zuerst begegnet die Larve einem Nackerschneck. Der hat kein Häuschen und ist viel schleimiger als die Häuschenschnecken. Die Käferlarve will nichts wissen von ihm. Aber hier gibt es eine heisse Spur von einem Bänderschneck. Die Käferlarven wittern, es wird spannend. Jetzt ist ein Blatt im Weg. Der
der Schnecke hat offenbar keine Ahnung, dass ihm der Tod buchstäblich hier im Knick sitzt. Er klettert an einem Pflanzenstängel auf, um zu fressen. Da packt der heimliche Reiter das erste Mal zu. Offenbar tut das Gift bis weh. Der Schneck macht jetzt einen Fluchtversuch, doch er ist schon gewackelig von der Giftwirkung vom Biss. Immer wieder bissen die Käferlarven zu. Sie hat Käferzangen, wo sie das Gift einspritzt damit. Nach mehreren Bissen geht das Drama schließlich zu Ende. Und sie wissen jetzt, was dahinter steckt. In der Natur sorgen die Käfer mit dafür, dass es nicht zu viele Bänderschnecken gibt. So haben sogar Häuslischnecken ihre Finde. Auch die ohne Häuschen. Wenn es oben wird, werden sie munter. Der Jonas trifft sie regelmässig in seinem Garten. Igel fressen praktisch alles, was im Garten kreucht und fleucht. Und da kontrolliert ein, ob es auf der Grillstelle Reste hat. Nacktschnecken, vor allem die eingeschleppte Art aus Südwesteuropa, haben fast keine Finde. Ihr Schleim ist zäh und klebrig und stoßt alle ab. Ab und zu packt ein Igel eine und dreht sie mit der Pfote, bis sie ausgeschleimt hat, bevor er sie dann schließlich frisst. Auch die Katze ist auf der Jagd im Garten, aber jede junge Katze lernt schnell, dass man Igel weder jagt noch mit einer Sorte spielen. Katzen machen leidenschaftlich Jagd auf Vögel. Vögel, die doch dem Gärtner helfen, die Raupen, die an den Pflanzen fressen, zu reduzieren. Aber Tausende von Vögeln fallen den Katzen jedes Jahr zum Opfer. Und nicht nur Vögel. Auch wenn man Katzen füttert, Natur hat sie zum Jagen gemacht, auch wenn es nicht mehr nötig ist. Vor allem unsere Reptilien wie Blindschleichen, die leiden unter Katzen. Wo die Menschen zu ihrem Vergnügen Katzen halten, sind Blindschleichen und Eidechsen fast vollständig verschwunden aus den Gärten. Die Aufnahmen, die uns der Tobias Sommer gegeben hat, zeigen, was passiert. Die Katze packt den Blindschleichen ziellos den Schwanz fallen, der zappelt und der Find ablenkt. So kommt sie hier nochmal davon. Aber das funktioniert nicht immer. Zum Eidechsenfilmen, was früher in vielen Gärten hatte, muss der Jonas frei an Ort, wo Katzen nicht so häufig sind. Hier an dem Sonnenbord, wo nach Süden offen ist, hat es Mauer- und Zauneidechsen. Hier zeigt sich ein Maureidechsenweibli. Die Maureidechsenform stammt von südlich von den Alpen. An vielen Orten entlang von Eisenbahngleisen, die nach Süden führen, hat es Maureidechsen, die als blinde Passagiere auf Bahnwagen oder mit dem Gemüsetransport in den Norden gekommen sind. Maureidechsen aus dem Süden sind lebhafter gefärbt als die, die es von Natur aus hier gibt. Steine und Baumstrünge mit Vegetation dazwischen und viel Sonne sind die Lieblingsorte von Zauneidechsen. Diese Art war früher überall und heute fast überall verschwunden, wegen Insektengift und wegen Katzen. Und hier die einheimische Maureidechse von nördlich von den Alpen, die schlichter gefärbt ist als die südlichen Artgenossen. Auch die sympathischen Bewohner des Sonnengartens werden leider immer seltener. Der Mensch hat zu viele andere Interessen, als dass es auch für sie noch Platz hat. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, als Tierfreund, als Naturfreund und als Gartenfreund hat man es nicht ganz einfach. Und man muss sich einfach bewusst sein, auch wenn man Natur im Garten will, ein Garten ist etwas, das der Mensch gemacht hat und kann nie ganz Natur sein. Alles, was wir von außen reinbringen, das hat Konsequenzen für die Tiere und Pflanzen, die eigentlich ursprünglich hier würden leben oder immer noch hier sind. Und sei das nur eine Hauskatze, die im Garten rumspaziert. Und die Sendung hat auch klar gezeigt, dass überall dort, wo wir Probleme haben mit sogenannten Schädlingen, dass wir uns eigentlich alle diese Probleme selber eingebrockt haben. Sei es das beim Buchsbaumzünsler oder bei den Schnecken.
Zum Schluss werde ich aber jetzt Jonas Frey, der so viel Zeit in diesem Naturgarten hier verbracht hat, unglaublich viel erlebt hat, fragen. Jonas, wie sieht einmal dein Garten aus? Ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist, dass man der Natur eine Chance lässt, dass man zum Teil auch gezielt mit einheimischen Pflanzen schafft und mit diesen einheimischen Pflanzen auch einheimische Tiere unterstützt, damit sich in dem Garten auch ein für sich funktionierendes Ökosystem anbahnen kann und damit eigentlich auch ein Dienst für die Natur ist. Also der Garten trotzdem als Teil der Natur, würdest du sagen? Richtig, es muss sowohl die Funktion für den Mensch vorhanden sein, aber ich glaube, es wäre ein bisschen egoistisch zu sagen, dass gerade nach dieser Sendung die Funktion für den Mensch die einzige ist von einem Garten. Du hast aber für dein Studium in Landschaftsarchitektur müssen, jahrelang ein Praktika absolvieren bei verschiedenen professionellen Gärtnern. Wie sieht die Realität in den Schweizer Gärten aus, die du gesehen hast? Es ist eine sehr grosse Spaltung da. Also einerseits ein immer grösser werdendes Verständnis für diese Thematiken. Auch im Bereich von der Gift sehen wir das schon, dass es immer spezifischer wird. Statt einem Gift für alles gibt es immer spezifischere Sachen, nur für die Sepphirsen im Rasen und so weiter. Aber auch gerade eben die spezifische Geschichte zeigt, wie viel von diesen Sachen, die schlussendlich im Garten sind, die von sich aus kommen, die eigentlich Natur sind, ungewollt sind und deswegen bekämpft werden. Ich finde das grauenhaft, aber ich finde es auch sehr schwierig, einem Menschen versuchen beizubringen, dass er eben, was er schlussendlich kaputt macht. Hat der Film, haben die Aufnahmen in dem Sinne auch eine Message, die du da jetzt produziert hast? Es geht mir mehr darum, etwas Schönes zu zeigen und damit den gewissen Wert zu zeigen, den man zerstören kann oder wo man zerstört durch Handeln, wo nicht nötig wäre, meiner Meinung nach. Und? Filmst du weiter? Sicher. Dankeschön, Jonas. Dankeschön auch für die sehr schönen Aufnahmen, die wir in der heutigen Sendung haben können zeigen. Die nächste Sendung Netz Natur, die sehen Sie, wenn Sie wollen, am 18. Oktober. Wir zeigen Neuigkeiten über die Wölfe und die Bären und wie man sich in der Schweiz mit Schutzhunden und mit Hirten auf den Alpen auf die neue Situation einstellt. Morgens oben am 9 Uhr haben die Assistenzärzte Zukunftsträume. Und jetzt denn gerade sehen Sie hier Einstein. Das ganze Naturteam, das für die Sendung geschafft wird, sich freuen, wenn Sie heute in einem Monat, also am Donnerstag, am 18. Oktober, am 5.8. wieder dabei sind, wenn wir Sie auf spannende Exkursionen auf die Alpen mitnehmen. Bis dann, auf Wiedersehen miteinander.